Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sechster Tag, Tod in den Armen der Mutter, Novena zur schmerzensreichen Mutter. O ihr alle, die ihr vorübergeht, sehet, ob ein Schmerz gleich sei meinem Schmerze. Klagelieder 1,12. Es ist vollbracht für deinen Sohn, aber nicht für dich, Mutter. Die Freunde legen ihn dir auf den Schoß, aber sie bringen damit ein neues Weh in dein Herz. Gibt es Schwereres, als die Wunden geliebter Menschen sehen zu müssen? Und Wunde um Wunde zeigt sich jetzt deinem betrachtenden Mutterauge, und alle Wunden deiner Seele brechen dabei wieder auf. Deine Gedanken wandern 33 Jahre zurück. War der Eintritt des Erlösers in die Welt glorreicher als sein Heimgang? Das Kommen, Wiederscheiden des Jahrtausende ersehnten Messias und Erlösers vollzog sich in äußerster Not und Verachtung. Herzenshärte verstieß einst Mutter und Kind vor die Tore von Bethlehem. Bosheit verwies ihn vor die Tore Jerusalems zu schimpflichem Tod. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1,11 in Bethlehem. Da er die Seinen liebte, liebte er sie bis ans Ende. Johannes 13,1. Bis ans Ende von Golgotha. Schmerzensmutter mit dem toten Sohn, daran erinnere mich, so oft dein Bild vor meine Seele tritt, weil auch ich mitschuldig bin an seinen Wunden. Sage mir, was ich tun kann, um solche Liebe zu vergelten. Zeige mir, welches Opfer er von mir fordert. Hilf mir, mein gegenwärtiges Leid als Sühne für meine Sünden zu tragen. Schwergeprüfte Mutter, vom Kreuz aus hat dich der Heiland dem Apostel Johannes und allen, die guten Willens sind, zur Mutter gegeben. Deine mütterliche Fürsorge erstreckt sich nicht nur auf unser ewiges Heil, sondern auch auf unsere irdischen Anliegen. Du kennst bis ins Kleinste die Anforderungen, die der Kampf des Lebens an uns stellt, die Mühseligkeiten, die uns belasten, die Gefahren, die uns umringen und die Krankheiten, die uns heimsuchen. Erhöre uns also und lege bei deinem allmächtigen und allgütigen Sohn deine Fürsprache für uns ein. O Maria, Zuflucht der Sünder, bitte für uns. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieben Sohn dahin. Durch die Seele Zerschütt des Lebens ist euch nur heraufgekommen, dass ich an den Angel, die er mit dem
Angst und ist ein Mensch auf aller Erde, den ich nicht erreicht werde, wenn ich stehen musste. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind, uns allen deinen Segen gibt.